Alter, was geht ab, Leute? Wir testen heute einen von zwei aktuellen Foodtrends in München. Japanische Crepe. Digga, es ist Mittwoch, 12 Uhr irgendwas. Der Laden macht um 12 Uhr auf. Schon ist voll. Schaut, Leute. So. Was haben wir da? Digga, was ist das? Fühle ich. Den fühle ich nicht. Es sind Japaner, Leute. Waschechte Japaner. Keine Vietnamesen, die irgendwas nachmachen. Let's go! Also das ist Creme Brûlée Matcha, Leute. Das ist Ebi Katsu, das ist Chicken Katsu und das ist Creme Brûlée Apfel. Hype-Check. Für solche Läden ist es natürlich anders als zum Beispiel, was weiß ich, Mama Bau Nudeln oder so oder Döner. Da bin ich natürlich viel strenger, weil es gibt hunderte, tausende Pizza, Nudel, Döner. Und das ist halt eins von eins. Unique-Level hoch, Instagrammable hoch. Solche Faktoren spielen hier eine Rolle. Ich erwarte jetzt nichts, was mich umhaut geschmacklich. Es soll nur okay sein. Das ist so eine Location, da gehst du an einem gechillten Sonntag hin, für ein Date, bringst dein Girl mit oder so, was weiß ich. Macht schöne Fotos, habt einen schönen Nachmittag, postet das und so. Aber sehr wahrscheinlich gehst du jetzt hier hin, um irgendwas super Saftiges zu essen. Ein Kollege hat mich schon vorgewarnt, es ist schwer zu essen. Und ja, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Das Messer, ja, ich will nicht einfach so meinen Chicken aufspießen und. Okay, mach's mal so. Ich probiere erstmal den Teig. Der Teig ist süß, aber ich habe was Salziges bestellt. Ja, ein paar Mal gewickelt, so gerollt. Jetzt haben wir hier diese Stelle, wo ganz viel Teig ist. Gerade dass es so viel ist, hast du halt einen fetten Bissen, der aber süß ist. Was ein bisschen wild kommt, weil ich habe Chicken. Ich muss das noch verarbeiten hier, Leute. Sehr einzigartig hier. Oh, noch mit Sahne drauf. Creme Brûlée Apfel, Leute. Mit einem Stück Apfel, mit einem Stück Creme Brûlée und Sahne. Sehr lecker. Sehr lecker. Also hätte ich jetzt nur den süßen gehabt, würde ich sagen, wow, wow, krasser Laden. Von den salzigen Sachen bin ich noch nicht überzeugt. Das ist noch zu wild hier. Das ist nicht schlecht. Schlecht ist nicht. Oh, Ei ist auch drin. Premium, der ist echt gut. Das ist ein guter Matcha. Nicht dieser Schmarrn, den ich getestet habe, den die anderen so hypen. Ja, sehr gut, ne? Dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit mit dem Süßen gefüttert wurde, habe ich Bock auf meinen Süßen. Obwohl ich noch einen Salzigen habe. Wow. Mit Gold, Leute, fancy. Creme Brûlée Action haben wir verpasst. Ich durfte nicht filmen. Sehr viele stehen auf Matcha. Das ist ja im Trend. Ich kenne eigentlich keinen asiatischen mit dem natürlichen Matcha geil gerade ist. Außer dich anscheinend. Aha, ProSieben am Start.
Zumindest waren wir vor ProSieben noch da, Leute. Ich kenne den Laden schon. Dezember irgendwann. Da war noch keiner da. Du bist erst jetzt hier. Ja. Bist du spät? Ja. Das ist eigentlich schon ziemlich mächtig, wenn der ganze Cap so gefüllt ist. So voll. Dann schaffe ich meinen dritten vielleicht gar nicht. Kannst du nicht mehr. Wow. Ja, also doch viel Creme. Wir haben nicht so viel rein, aber... Bisschen Reste. Was heißt Reste? Ich hab sogar noch einen ganzen. Aber erstmal die Reste, müssen wir auch essen. Eigentlich bist du hier, um meine Reste zu essen. Bei dir gibt's keine Reste. Doch. Welche? Ich lüge. Du wolltest viel essen. So. Also das Gute ist, es ist mehr als gedacht. Den gönne ich mir später. Wir gehen noch ein bisschen rum, verdauen und dann kann ich mir den wieder reinziehen. Also ich habe den immer noch nicht gegessen, obwohl wir schon ein gutes Stück gegangen sind. Ich möchte betonen, ursprünglich hatten wir vor, davor einen anderen Laden noch dazu abzuchecken. Das wäre gar nicht gut ausgegangen. Oh, Alter, ich mache hier einen Teil 2. Ich mache aus dem ganzen Video ein Ich teste japanische Foodtrends in München Video. Japanische Fluffy Cheesecake. Ich sehe da aber keine Japaner. Das Jahr des Drachen, Leute. Wir zwei haben die letzten 2 bekommen. Da wurden gerade welche weggeschickt, die können in 2 Stunden nochmal herkommen. Kuss geht raus an eine Kollegin, mit der wollte ich das abchecken. Wir haben den Laden schon lange auf dem Radar, aber die haben halt so lange gebraucht, bis sie Location gefunden haben zum Aufmachen. Und die war jetzt eine Zeit lang verschollen. Ich dachte wirklich, der ist was passiert, irgendwo in Schweden. Aber genau gestern hat sie sich wieder gemeldet, zum Glück. Alles gut. Okay, interessant. Bubble Tea von dem an, Leute, weil die hatten nur Kaffee. Also, die verpassen eine Chance. Also, so ein Cake mit so geilen asiatischen Drinks würde richtig over the top, über die Decke gehen. Stattdessen Bubble Tea beim Laden dem an und ich habe H4 bestellt, Kaffee. Ich habe bekommen A4. Und ich mag fruchtige Bubble Teas so gar nicht, Leute. Ich kann dafür bewerten. Ja. Ich bewerte diesen Bubble Tea nicht. Der ist nur da, um Durst zu stillen. Wurde nicht mal gefragt, wie süß ich den haben will. Ich auch nicht. Ja, bei Kaffee verstehe ich's. Weil da tust du einfach das rein, was halt immer reinkommt. Aber jetzt habe ich einen normalen Bubble Tea bestellt. Da muss ich doch fragen, hey, 50% Zucker, 100% Zucker. Ja, schau, ist okay. Ja. Was hast du da? Irgendwas mit Hibiskus, Litchi. Ist okay. Ist okay, ja. Ich habe die Teile in Dubai oft gesehen. Aber da gab es die nur so in groß. Habe ich mir nie gegönnt, Leute. Schau mal, ob es jiggelt. Ja. Ja, ist alles gut? Warst du schon mal in Japan? Nein, aber ich habe selber mal gemacht. Selber mal gemacht, okay. Jiggle, jiggle. Also lecker, so. Cremig. Sehr cremig. Definitiv nicht trocken. Nee, trocken nicht. Bei der Verpackung würde ich mir noch was überlegen. Danke. Wieso? Ja, damit es irgendwie so schüsselartig ist. Schüsselartig, ja. Und sonst? Für Transport auch ein bisschen. Weil ich hatte meinen jetzt auch manchmal ein bisschen so, weil ich nicht wusste, nicht drauf geachtet habe, dass da auch halt Soße umläuft. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Soße schon eventuell nach draußen raus kann. Ja.
deiner ist schon ein bisschen fester als meiner. Ja, deiner ist schon, weicher. Gell? Deiner ist einiges weicher. Inkonsistent, Leute. Deiner ist dafür oben noch viel schöner. Meiner ist oben schon voll hässlich. Ja, weil du draufgehauen hast. Nein, Leute. Ich habe das Gefühl, dass deins noch nicht so ganz... Nicht ganz durch ist, ja, ne? Richtig. Na Gott sei Dank, ich finde meinen gut. Ich finde deinen auch gut. Aber ich finde den auch gut. Das ist interessant, ja. Man kann es machen. Preisgerechtfertigt? Ja. Ist jetzt nicht zu teuer. Das Ambiente ist halt nicht so geil. Du musst hier so einen Tisch finden. Ist halt kein Café, nettes kleines Café. Mit netten Getränken noch. Sonst wird es, glaube ich, sicher durch die Decke gehen. Aber so. So ist halt, du shoppst hier und dann nimmst du dir einen mit, vielleicht so. Also sonst wäre es halt so ein Dateboard oder. Sonntagnachmittag, check's mal ab, aber Sonntagnachmittag hat der hier ja nicht mal offen. Naja, Dates. Was? Weiß nicht. Mit Cute Asian Getränken. Ist er gut? Nein. Ja, also. Aber wäre es, also nicht jetzt hier so, sondern wäre es ein Café? Ah ja, dann was aber. Ja, dann schon, ja. Ja, aber so. Du schockierst mich. Ja, du schockierst mich? Hier, Date? Nein, nee. Hier nicht. Ja. Berge ist in einem süßen Café. Wer ist so wie New? Ja, dann ja. Ja, dann ja. Schaut's heute, mein Gott. Ich habe schon an meiner ganzen Existenz gezweifelt. Ich weiß doch, was die Asian Girls wollen. Gleich hier gibt's auch so ein All You Can Eat. Gar nichts mehr. Hier gibt's auch so ein All You Can Eat argentinisches Steak. Das ist. Da kommt der immer an den Tisch. Dann schneidet er das ab, dann geht er weiter und dann immer so viel du willst. Ja. Muss mal hingehen. Meine Liste ist lang. Habe ich dir schon mal meine Liste gezeigt? Nur Ausschnitte. Combo, Mix. Ja, schau, deiner ist ein bisschen fester und dadurch ist man schneller voll von dem. So. Ein Völlegefühl kommt in den Mund. Nee, wobei ich bei Kühlen nicht genau so finde. Aber das ist mein Geschmack. Aber ja, dieses Problem habe ich immer bei Cheesecake. Dass es so schnell so deinen Mund satt macht. Nicht den Magen unbedingt, aber den Mund so. Zwei, drei Bissen und dann hat man genug von Cheesecake, finde ich. Ja. Hattest du schon mal San Sebastian Cheesecake? Oh, okay. Ja, weil ich fragen wollte, ob du San Sebastian Cheesecake oder Japanese Cheesecake magst, besser magst. Istanbul. Geil. Geil. Würdest du diesen Yummy Cake nochmal kaufen? Ja. Ja, sagt sie. Ich würde den eigentlich auch nochmal kaufen. Eins von eins. Das waren zwei sehr einzigartige Spots in München. Nicht schlecht, kann man auf jeden Fall abchecken. Solche Spots feiere ich. Und sowas hat München leider echt sehr wenig. Berlin hat sowas sehr viel. Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart sogar auch. Aber München hat sowas echt sehr wenig. Schön, dass da immer mehr aufploppt. Es sind auf jeden Fall zwei Spots, wo Food-Influencer, Food-Blogger, Instagram-Girls, wenn die in München sind, abchecken sollten. Meine Empfehlung geht raus. Das war's von mir, Leute. Wenn man liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne die Wieso ab. Folgt mir natürlich auf Instagram und TikTok. Das Rennen beginnt.